Wir beide telefonieren miteinander. Wie stellst du dich vor? Hallo, ich bin Katharina. Ich bin studierte medizinische Biologin. Moment mal, können wir das nochmal machen? Also, Moment mal. In welchem Zusammenhang telefonieren wir? Weil so würde ich mich ja privat nicht vorstellen. Das stimmt. Du hast deinen Kittel an den Nagel gehängt. Warum nicht mehr Wissenschaft, warum lieber VC? Mich hat generell die Translation begeistert und ich bin mit Startups in Kontakt gekommen, weil ich auch mal überlegt hatte, selbst bei einem zu arbeiten. Und dann habe ich mal rausbekommen, wie die eigentlich ihr Geld bekommen. Das hört sich jetzt so naiv an, aber aus dem Wissenschaftsbereich ist die VC-Welt erstmal recht weit weg. Und da mal zu sehen, dass auch Menschen mit Life-Science-Hintergrund da durchaus sehr gefragt sind und da was bewegen können, war eine neue Erkenntnis für mich und deswegen bin ich hier gelandet. Was hättest du gerne vor deinem Start hier gewusst? Eigentlich gar nicht so viel, weil sich das meiste wirklich im Job erklärt. Also ich hatte anfangs mal überlegt, ob man ein bisschen mehr BWL-Hintergrund bräuchte. Und naja, dann, wenn man anfängt, dann ergibt sich das eigentlich alles bei der Arbeit. Also es ist vielfältig, ja, dann lernt man Verträge anzuschauen, Verträge zu verhandeln. Und ja, also wirklich sehr, sehr viel, aber das lernt man alles, während man es tut. Wie familienfreundlich ist dieser Job eigentlich? Ich glaube, es hängt davon ab, wie man selbst das organisieren kann und machen kann. Ich selbst habe ja 2 Kinder und muss sagen, komme damit ziemlich gut klar, dadurch, dass man auch einfach vieles eigenverantwortlich organisieren kann und durchaus eine gewisse Flexibilität hat. Es ist natürlich so, dass es mal auch Belastungsspitzen gibt, ja, wo dann ein Partner, Partnerin ganz gut als Hilfe ist, aber ansonsten funktioniert es sehr gut. Was für Erfahrungen und Hintergründe bringen deine Kolleginnen und Kollegen aus dem Team mit? Es ist relativ unterschiedlich. Die meisten haben in der Tat irgendwo im Life-Science-Bereich ihre Erfahrungen, also so in Richtung Biologie. Wir haben aber durchaus auch ein paar Leute, die eher so einen VWLer-Hintergrund haben. Die stehen den anderen natürlich in nichts nach, aber ich glaube zumindest, dass der Einstieg in die biomedizinischen Themen ohne den Hintergrund wahrscheinlich schwieriger sind. Karriere oder Impact? Warum machst du den Job? Beides. Also Impact oder alles, was wir im Gründersystem bewegen, ist mir auf jeden Fall total wichtig und generell in der Gesellschaft was mitzubewegen und ich glaube, das ist hier echt gut gegeben. Aber auch die Karriereleiter zu erklimmen, macht durchaus auch Spaß. Deine Reaktion war im guten Deal.